Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir Haschlama vor. Das ist ein armenisches Gericht. Dazu benötigen wir folgende Zutaten. Einmal Rindfleisch oder Lamm. Ich habe hier Rind. Knoblauch, Tomaten, Zucchini. Hier ist mal, da habe ich türkische Paprika, man kann auch Chilis nehmen. Dazu kann man rote Paprika, Zwiebel, Bier, ein helles, eine schöne Blondine. Man kann auch natürlich auch Brühe nehmen, aber in dem Fall im Originalrezept braucht man Bier. Und als Gewürze braucht man Salz, eine Prise Zucker und etwas Pfeffer. Und wie immer, genaue Mengenangaben findet ihr unten bei mir in der Infobox. Sehr wichtig ist, wir brauchen unseren Kasan. Also folgendes, das Fleisch kommt einfach in den Kasan rein, den legt man aus. Wenn ihr etwas Magerfleisch habt, fügt wirklich ein paar Tröpfchen Öl unten. So, das machen wir. Wenn ihr verteilt, so richtig an der Wand. Und schaut, dass es am besten auch mit Knochen ist. Dann habt ihr sehr schöne, leckere Brühe. Dann Zwiebeln, Zwiebelringen. Die legen wir genauso einfach hier aus. Ihr könnt sie auch zum Beispiel so machen. Könnt ihr auch wirklich nur am Stück lassen. Die lassen wir auch teilweise richtig am Stück. So. Das gleich als erstes würzen wir etwas und das Ganze vermischen wir etwa. Ein Teil. So. Fleisch, Zwiebel. So kommt gleich auch die Zwiebel lassen ihre Säfte gleich los. Wäre auch super. Das brauchen wir. Die Tomaten legt man genauso aus. Wunderschöne Schicht. Wieder wunderschön, wunderschön und wieder wunderschön. So. Und das Ganze würzen wir auch etwas ab. Perfekt. Das gleiche machen wir mit den Aubergines. Genau so oben. Eine wunderschöne Schicht auslegen. Meine Frau sagt mir gleich was, sobald die Kamera aus ist. Kann man mehr Aubergine nehmen oder reicht das auch? Ihr könnt auch die Aubergine komplett weglassen. Ihr könnt auch den Kartoffel nehmen. Ich mag hier Zucchini, oder? Zucchini auch genauso. So, die Paprika oben drüber. Und Knoblauch. So. Perfekt. Das Ganze würzen wir zu Ende. Und oben drüber legen wir die Paprika aus. Perfekt. Und das Ganze löschen wir mit einer halben. Oder? Ja, genau. Perfekt. Das sind wir auch. Oh. So viel Geschirr wieder. Schön, dass wir eine Spülmaschine haben. So. Wie ihr seht, bei mir ist die Flamme komplett aus. Habe jetzt einige ans Briketts reingeworfen. Weil wir müssen das nicht kochen, braten oder grillen, wir müssen das schmoren. Deswegen brauchen wir bloß an der Kohle. Jetzt kommt das Ganze oben drüber. Zack. Und das Ganze decken wir ab. Unvergessen für
eineinhalb Stunden lassen vor sich hinschmoren. Und wir sehen uns in eineinhalb Stunden wieder. Jetzt war zum Beispiel hier, schließe ich bei mir zu. Perfekt. Und hier mal bloß bis zur Hälfte. Dass die Hitze einfach konstant bleibt. Oh Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, was für wie lecker das riecht. Das Gemüse kommt hier vor, das Malzige von dem Bier. Oh, Zwiebel. Und der Knoblauch. Boah, das riecht so lecker. Schaut. Es dampft richtig schön. Nun sind jetzt eineinhalb Stunden vorbei. Schauen wir uns an, was das gibt. Das wird das erste Mal geöffnet, nach eineinhalb Stunden. Oh, oh, das riecht auch so lecker. Oh, wie duftet das lecker. Wie ihr seht, sehr, sehr viel Brühe, Saft dran. Jetzt immer von allen ein bisschen. Es dampft, hä? Ein Stück Fleisch. Riesenstück Fleisch. Ich glaube auch. Das Ganze lassen wir noch kurz stehen. Probiere ich mal. Zwiebeln. Mmh, lecker. Fleisch muss ich aufpassen. So passt nämlich das hier. Boah. Lecker. Ist richtig zart, schaut. Grünzeug habe ich ja vergessen. Wenn jemand mag. Wenn jemand mag. Ja, das ist sehr lecker. Wartet mal. Tomaten, Aubergine und Zwiebel, alles zusammen. Boah, ist noch richtig heiß. Mmh. Aber sehr, sehr lecker. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Falls ihr keine Abonnenten seid, vergisst nicht zu abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge, schreibt sie mir einfach in den Kommentaren. Werd schnellstmöglich beantworten. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.